euch ja versprochen, wenn wir in Berlin sind, besuchen wir ihn. Das ist der Nick, den kennt er ja schon. So, und jetzt lassen wir es einfach mal erstmal nebenbei laufen. Wir stellen euch mal hier hin. Wir sind nämlich hier mitten im Wohnzimmer von dem guten Philippe. Und der baut hier wirklich handwerklich selbst seine Uhren. Oh, einer schon da. Perfekt. Komm. Geil. Das ist schon mal geil. Geil. Ja, Livestream unangekündigt. Ja, ein bisschen habe ich es angekündigt über Instagram. Aber wir haben hier schon ein paar Modelle, wie hier, Sternhimmel. Hier sieht man es. So, und wir quatschen jetzt einfach mal so ein bisschen nebenbei. Und dann erzählst du mal ein bisschen was über deine Marke, Philippe. Ja, sehr gerne. Also Philippe, wir sind jetzt hier in Berlin, mitten im Herzen von Berlin, von der Hauptstadt. Du machst Uhren selber, aber wie kam es dazu? Sag mal so ein bisschen über deine Story. Wie bist du überhaupt zu dem Thema Uhren gekommen? Ja, also auf jeden Fall, wie ich zu Uhren gekommen bin, das hat schon in meiner Kindheit angefangen. Ich habe immer Uhren geliebt. Ich habe dann hin und wieder in Magazine geschaut und habe mich mit dem Thema beschäftigt. Okay. Und das Thema Handwerk war auch immer ein Thema in meinem Leben durch meinen Vater. Der macht Renovierungen. Und dann, genau, und da habe ich einfach dieses Handwerk erlernt von meinem Vater nebenbei. Okay. Und habe gemerkt, okay, ich möchte auf jeden Fall etwas machen und nicht nur sozusagen, also ich möchte handwerklich etwas machen. Aber das, was mein Vater macht, ging auf jeden Fall nicht in meine Richtung. Okay. Aber ich war auf jeden Fall auch immer an Astronomie, Mathematik, Physik interessiert. Okay, und cool. Eigentlich, wenn man das kombiniert, landet man in der Uhrmacherei. Wenn man sowieso schon Uhren liebt. Und ja, diese ganzen Themen jetzt, das ist eigentlich ist das schon... Greift das in einen über, ne? So, ja. Eigentlich, Astronomie ist ja Uhrmacherei. Ja, ja. In kleinem Sinne sozusagen. Da kann man sich ja auch ausweiten, das ist auch mein Ziel. Also das ist ja, wo ich auch hin möchte, astronomische Komplikationen zu bauen. Da ist ja die Mondphase gerade in Entwicklung. Da habe ich auch schon was da, da kann ich was zeigen vielleicht später. Okay Leute, also bleibt dran, gleich gibt es was Exklusives. Oh, der Luca ist schon da, Luca 2.0. Ich habe dir gesagt, wenn wir in Berlin sind, besuchen wir den Philippe. Moin, ja, guten Abend zu später Stunde, genau. Also, hier haben wir nochmal den Sternhimmel. Ich weiß, Luca, du stehst auf die Uhr, ne? Live musst du dir die anschauen. Das ist nochmal was ganz anderes. Geil. Also du hast jetzt was in Planung. Aber kommen wir erstmal zu den Basics. Also du hast jetzt hier das Modell Sternhimmel, was wir jetzt hier sehen. Wie ist das überhaupt dazu gekommen? Also. Ja, also die Idee zur Sternhimmel ist tatsächlich aus diesem Ziel entstanden. Ich möchte ja astronomische Uhren bauen oder astronomische Komplikationen entwickeln. Mhm. Und um das Ganze einzuleiten und um so eine Grundidee dazu haben, was ich machen möchte, ist die Sternhimmel ja genau das, was das thematisiert. Astronomie. Genau. Genau. Die Ästhetik vom, ich sag jetzt mal, Sternhimmel, ja, was ja schön ist, den Blick in den Himmel, frei von Lichtern, du siehst nur die Sterne, Sternhimmel, und dann drehst du die Seite um und siehst auf einmal den Blick auf das Werk. Genau. Ja? Und da versuche ich auch natürlich sehr viel Kunst der Uhrmacherei reinzustecken und dementsprechend diese Kombination auch zu verwirklichen aus Technik und Kunst und Astronomie. Ich habe Philippe im Uhrentor kennengelernt. Echt Hammer. Riesenrespekt und viele Grüße, Uzubi. Vielen Dank. Hey, cool. Grüße. Wir waren vorhin noch bei Altair, Uzubi. Ne? Wir waren ja vorhin noch in Berlin, ne? Hinten, also... Wir sind ja immer noch in Berlin, aber wie gesagt, wir waren vorhin noch bei Altair, dann hat uns Philippe netterweise abgeholt und zeigt uns jetzt hier diese wunderschönen Uhren von ihm. Hier auch nochmal mit Besatz, muss man ja auch nochmal erwähnen, hier vorne, wie man sehen kann, an den Hörnern. 369. Na? Hier hast du auch ohne. Und einmal ohne. So, hier einmal ohne Band, dass man rein das Case sieht. Markar, was sagst du? Ich glaube, es ist besser, die Lampe da zu stellen. Ja, mach mal die Lampe kurz, genau. Weg. So sympathisch, der Philippe. Luca, ey, 22 Leute schon dabei und das um die Stunde, geil. Daumen hoch, Leute. Ey, Daumen hoch, wir haben Philippe hier. Geil. Genau, einmal so zu uns. Okay. Ja, so ist gut. Oh, das ist ein bisschen zu hell. Zu hell? Man muss die Augen zumachen. Das sieht aus wie ein Geist. Da ist er. Also, Daumen hoch, Leute, für dieses Blatt. Seht ihr das? Hat was, hat fast was von Moser. Moser. Ja. Moser? Wie findest du Moser schon? Ich finde Moser Hut ab. Ja, ne? Also wirklich Hammer. Ja. Aber ich finde schon, dein Design vom Case
setz dich nochmal anders ab. Du hast ja hier diese Flanken, hier nochmal diesen Knick drin an den Hörnern. Genau. Klassisches Design, aber mir gefällt es tatsächlich. Ich finde es sehr, sehr geil. Ist immer am Ende des Tages Geschmackssache natürlich, klar. Aber wenn man das Blatt sieht, Wahnsinn. Es ist aber noch geplant, du hast ja mehrere Blattvarianten jetzt im Blick. Du hast auch Onyx, hast du gesagt, ne? Onyx, genau. Jetzt musst du bezahlen. Jetzt muss ich bezahlen. Bestellt. So, Leute, Superchat. Ja. Jetzt muss ein paar Spenden reinkommen, weil ich muss jetzt eine Uhr mitnehmen. Ich will auch tatsächlich eine Uhr. Die ist, ey, guckt euch mal das Werk. Das machst du alles selber, ne? Ja, klar. Also, ich weiß nicht, ob man das hinten sieht. Hinter Philippe ist seine Werkstatt. Ich kann da mal so ein bisschen... Genau, einmal so. Seht ihr das? Das ist nur ein Teil davon. Ja. Der junge Herr hier, 27 bist du, ne? Ja, genau. 27 Jahre jung, macht alles selber mit seinen Händen. Das dürft ihr nicht vergessen, ja, am Ende des Tages. Ich habe leider vergessen, welche Werke du verbaust. Kannst du mich da nochmal auffrischen? Also, Urzubi fragt, ich habe leider vergessen, welche Werke du verbaust. Kannst du mich da nochmal auffrischen? Und wie beziehst du die Werke? Direkt vom Hersteller oder über einen Zwischenhändler? Das ist natürlich schon eine sehr direkte Frage, aber ich frage ihn trotzdem jetzt mal. Willst du noch die Kontaktdaten? Nee, also das Werk ist basierend auf das 6497 und basierend auf das 6498. Es kommt ganz drauf an, was der Kunde sich wünscht. Dementsprechend ist das Uhrwerk natürlich auch anders. Wenn der jetzt eine kleine Sekunde auf der 6 haben möchte oder auf der 9, da ändert sich halt das Kaliber schon. Ja. Aber ich sag mal, das wäre kein Problem. Du als Kunde könntest bestimmen und sagen, du pass mal auf, Philippe, ich will das und das. Und dann versuchst du das möglich zu machen. Ich versuche alles möglich zu machen. Also wenn jemand Wünsche hat, dann setze ich mich mit dem zusammen oder in Verbindung. Wenn der jetzt nicht hier in Berlin ist, dann macht man das über Videochat. Und dann diskutiert man alles, was man haben möchte. Man kann seine Wünsche vollkommen frei äußern, auch wenn es um Komplikationen geht. Das ist sogar sehr willkommen. Ich möchte nicht nur normale Uhren bauen. Das ist auch sehr, aber das ist dann natürlich preislich dann auch die Frage. Aber das ist was meine Leidenschaft ist und was ich auch machen möchte. Genau. Wahnsinn. Also die Case, das sind hier diese Details, ne? Wie man hier sehen kann auch, ne? Ja. Diese Einbuchtungen nochmal. Ich weiß nicht, ob man das wiedergeben kann. Hier, seht ihr das? Geil. Sehr cool, Respekt, sagt Sascha Roos. Hi, Urzubi, haha, Respekt. Komplettes Inhouse-Werk für 2K? Komplettes Inhouse-Werk für 2K? Nein, das ist kein Inhouse-Werk. Das ist ein Uhrwerk, basierend auf das 6497. Das ist ein ETA-Uhrwerk. Ich denke, das kennt man. Und da sind die... Je nachdem, wie das Uhrwerk jetzt gestaltet ist. Ich habe ein Uhrwerk mit Dreiviertelplatine. Da ist die Dreiviertelplatine selbst gemacht. Da könnt ihr auch auf Instagram sehr gerne mal reinschauen. Da zeige ich auch, wie ich sie herstelle, wie ich sie zersäge und dann feile und drum und dran. Dann habe ich noch Versionen, wo ich die Originalplatinen nehme von ETA, die ich dann zersäge und umgestalte und dann komplett finissiere mit der Angelage. Die dann auch in den Ecken schön spitz zusammenlaufen. Ich versuche zumindest mein Bestes. Okay, also, er arbeitet mit der Basis, aber er versucht wirklich, sein Handwerk komplett da reinzubringen. Das muss man einfach mal sagen. Ne? Die Zifferblätter sind komplett selbst gemacht hier in der Werkstatt. Und die Fassungen der Diamanten und die alles, die Zeiger sind komplett selbst gemacht. Und ja, also so viel wie möglich selbst gemacht natürlich. Man muss dazu sagen, die Zeiger haben eine sehr, sehr geile Struktur. Das Blöde ist jetzt hier über Kamera. Man kann das natürlich nicht so jetzt hier über Insta, über YouTube mal so mal eben über die Kamera bilden. Aber das ist wirklich geiles Finish. Auch hier das Werk nochmal. Schaut euch das mal an. Ne? Das ist ja, wie gesagt, alles nochmal mit der Hand bearbeitet. Oh, wir haben Superchat. Sehr cool. Wir haben den so Bock auf seine Uhren, hab aber nur 3.500 Euro Budget, Luca. Das reicht. Luca, wenn du wirklich ernsthaft Interesse hast... Dann kannst du dir 3 Uhren kaufen. Luca, schreib mich an, ich gebe dir das weiter an ihm und wenn wir dann ein Unboxing machen können mit einer Philippe Piccolik-Uhr, das wäre geil. Live auf Instagram, ich würde mich freuen. Schreib mich an, ich gebe dir die Information weiter an ihm und dann können wir bestimmt was organisieren. Okay? Hier kannst du mal schauen, ich mache nicht nur die Zeiger, die du drauf siehst.
Hier habe ich auch polierte Zeiger zum Beispiel. Okay, warte mal. Versuch mal, ich nehme mal die Kamera vorsichtig. Ich denke, das wird schwierig, aber... Die in der Mitte sind poliert. Die in der Mitte sind poliert, seht ihr das? Ja, könnt ihr euch selbst sehen. Weil ich kann jetzt nicht die Platte hochheben. Ist ein bisschen schwierig. Aber er hat hier hochglanzpolierte, ich sehe das hier gerade. Ja, das ist auch nicht alles, also... Man kann wirklich Wahnsinn. Auch bei den Zeigern variieren. Die Grundform möchte ich beibehalten, weil das natürlich mein Stil ist. Andreas fragt, wie heißt du auf Instagram? Philippe Pikulik. F-E-L-I-P-E-P-I-K-U-L-L-I-K. Pikulik. Ich glaube, das ist einfacher. Ja, hier. Genau. Also pass auf, hier nochmal die Karte. Gut, ist der Spiegelfall. Ah, hier sieht man Philippe mit F. Philippe Pikulik mit 2 L und K am Ende. Guckt auf Instagram, dann kommt sofort eigentlich der Vorschlag. 37 Leute schon, 12 Daumen hoch. Sehr, sehr geil. Aber weil wir 35 Leute sind, auch 35 Daumen hoch. Also Vollgas, Leute. Ich zähle auf euch. Wir haben nämlich jetzt schon wie viel Uhr? Ist egal, wir haben die Uhrzeit vergessen. Bei Sternhimmel kann man auch die Uhrzeit vergessen. Ja, aber wie gesagt, Vollgas. Andreas Nieblock sagt Daumen hoch. Sehr geil. Ja, genau. Daumen hoch. Auf jeden Fall. 38 Leute. Es kommt auf jeden Fall eine Pikulik. Nur würde ich gerne eine Peace Unique haben. Und in 36 daher erst nächstes Jahr. Flamme. Warte mal, du hast ja Informationen jetzt für uns. Du hast ja so ein bisschen... Also es kommt was Kleineres, du kannst ja ein bisschen was dazu erzählen. Er meinte 38, richtig? 36 will er, aber du kommst mit 38. Ich komme kurzfristig, sage ich mal kurzfristig, im ersten Quartal, denke ich, nächsten Jahres, mit einer 38er Version. 38,5. Okay. Und da kann man auch jetzt schon vorbestellen, auf jeden Fall. Mhm. Wo man jetzt beim Peace Unique zum Beispiel auch schon eine Anzahlung machen kann, weil man da ja mit mir komplett das Modell bespricht und dann weiß man auch, wie das aussieht. Ich habe auch die Skizzen, die ich dann freigebe, die ich Ihnen zeigen kann. Mhm. Und ja, da kann man alles besprechen und bei 3000, da kann man auf jeden Fall etwas machen. Mhm. Das ist auch möglich. Genau, also einfach mich anschreiben, dann können wir quatschen. Und wenn du sagst 36, es kommt eine 35er Automatik. Mhm. Automatik sogar, das gibt's doch nicht. Aber da kann ich noch nicht sagen, wie lange das dauert, weil ich gerade auch an einer Mondphase, wie gesagt, arbeite, die Priorität hat. Okay, wäre denn die Mondphase Automatik oder Aufzug? Das ist auch basierend, das ist ein Mix aus meiner Komplikation okay. und den 6498-2. Mhm. Also das heißt, die hat eine höhere Schwingzahl. Schwingzahl. Mhm. Und genau, die hat eine Mondphase und diese Mondphase wird auch sehr speziell, das wird eine Kugel, das wird keine Scheibe. Alright. Boah, habt ihr das gehört? Eine Kugel, keine Scheibe. Also, eine 6 mm große Kugel. Hey, wohl nie genug. Nee, wir haben keine genug von den Streams. Nee, meinte 38 mm. 38 ist perfekt. Ja, Luca, dann. Was ist los? Worauf wartest du? 38,5. Ja. Naja, alles gut. Also, wenn du willst, Luca, schreib mich an. Ich gebe dir direkt die Kontaktdaten für ihn und dann können wir das gerne organisieren. Wow, sehr cool, sagt Marek. Wie heißt er auf Instagram? Okay, bin Bibbert jetzt gekommen, baut er wirklich seine eigenen Uhren? Ja, natürlich baut er seine eigenen Uhren. Die kommen nicht aus dem Legoland. Die baut er selber, ne? Respekt, sagt Andreas. Komplettes Innere. Ich habe leider vergessen, welche... Achso, das haben wir schon gesehen. Hab ich natürlich live im Stream mitbekommen, Urzubi, okay? Kannst du verraten, wann die 36 droppt? Okay, er hat ja die 38 jetzt gedroppt. Aber es kommt noch eine 36er, ne? 35er. Also noch ein bisschen kleiner, Leute. Kommt auch noch mal. So sympathisch, der Philippe. Guten Abend, Jungs. Vielen Dank. Abend aus Belgien. Sascha, grüß dich aus Belgien. Sehr, sehr geil. Cool. Aus Belgien habe ich auch ein paar Bestellungen. Grüße aus, Grüße an den Herren Politiker. Servus. Judex Inabilis. Hi. Oskar, hi. Ja, servus. Ihr Schlingel, ich will auch dabei sein. Ja, ich weiß. Hallo Philippe, hab kürzlich den Uhr-Talk mit dir gehört. Sehr cool. Würde dich gerne mal persönlich kennenlernen. Vielleicht machen wir mal eine Kollabo, Werk von dir, Rest von mir. Kieser Design. Oh!
Lisa Design. Haben wir auch kennengelernt. Haben wir auch kennengelernt. Matthias, grüß dich. Hi. Sehr gerne, auf jeden Fall. Der macht auch seine Uhren selber. Komplett alles. Ich hab das beim letzten Mal, genau, habt ihr den erwähnt, da bin ich auch auf aus der Website. Aus Frankfurt. Mit dem skelettierten Gehäuse, richtig? Genau, richtig. Also Komplimente an euch auch, auf jeden Fall. Extrem genial was er da macht. Weiter so, Sternhimmel, Sternchen, Herz. Wie lange dauert die durchschnittliche Herstellung einer Uhr? Das ist eine interessante Frage. Wie lange dauert wohl so eine Uhr wie jetzt, wenn sie hier so ist wie die hier? Wie lange dauert das, der ganze Prozess? Ja, ein paar Stunden musst du schon. Also ein paar Stunden, zwei, drei. Aber wenn er gegen Mittag bestellt. Mittags bestellt, nachmittags fertig. Ne? Nein, aber immer im Ernst, also wie lange dauert das? Ja, also es kommt ganz drauf an. Das kann sehr stark variieren. Wenn man jetzt eine ganz einfache nimmt, das kann unter einer Woche gehen, auf jeden Fall. Ne? Okay. Bei den wirklich Basics. Und dann geht das hoch, Open End natürlich. Okay, also sagen wir mal bei den Basics Minimum eine Woche, auf jeden Fall. Maximal drei Wochen war das. Dann ist drei, also ich habe eine gebaut, drei Monate. Oh. Ja. Okay. Also das ist die ist auch limitiert auf drei Stück. Das ist die First Complication, die habe ich auch hier irgendwo rumliegen. Okay. In der Zeit, wo er jetzt die First Complication sucht, zeige ich euch nochmal das hier. Seht ihr das? Das ist jetzt nun mal das Werk an sich, ne? Und wie er das hier nochmal verziert hat, hier, leider sieht man das hier, ich glaube, man sieht es so ein bisschen leicht, schemenhaft. Es ist der Hammer. Watch Illuminator, Dimi, hi, 41 Leute, sehr, sehr geil. Daumen hoch, wir sind 42 Leute, 19 Daumen hoch. Hier ist der Philippe, der Uhrmacher persönlich, der hier, hallo? Daumen hoch, ja, Freunde. Und mehr, 60 bis 120 Stunden. Dieses Jahr keine neue Uhr mehr, nächstes Jahr safe. Und wie viel kostet die Mondphase? Sabba-Gesicht, sagt Luca. Ja, der Preis steht noch nicht fest. Ich bin noch beim Prototypen. Aber Luca, wenn du dich jetzt meldest, ja, bei mir und dann bei ihm, können wir vielleicht was machen bei dir, oder? Ja, auf jeden Fall. Siehst du? Also Mondphase, wenn dann jetzt Zusagen entscheiden, ansonsten die normale. Ne? 38,5. 38,5, genau. Also hier nochmal das Werk, wie man sehen kann. Und jetzt zeige ich euch die hier. Boah. Ein Spielzeug. Das ist aber echt ein Spielzeug. Alter. Das ist Independent Watch. Ey Leute, bleibt mal dran, die müsst ihr nicht mitkriegen. Das ist aber. Auch mit seinen Bändern, ne? Wo hinten drauf steht Philippe Piccoli. 25 Daumen hoch, 45 Leute. Sehr, sehr geil, obwohl zu spät ist. Hammer. Richtig gut. Ja. Ihr seid die Besten. Ich liebe euch. Top. So, das ist jetzt schon mal was ganz Spezielles. Erzähl mal was zu der Uhr. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Chronograph. Ihr seht, in der Mitte seht ihr den Chronozentrumzeiger. Und darunter, das sieht man jetzt wahrscheinlich auf dem Bild eh gar nicht, aber da ist nochmal ein Minutenzähler. Ein Minutenzähler, warte ich hier. Jo, da oben. Da hier oben ist der Minutenzähler, da. Ja, genau. Warte. So. Da. Genau, da oben ist dann noch der Minutenzähler. Und das ganze Werk basiert auf dem 7750, hat aber eigene Platin. Da ich es, das ist noch handgravierter handgravierter Rotor. Rotor, Genau, mit dem Logo und dem Namen. Und genau alles vom Feinsten finisiert. Und vorne auf der Vorderseite seht ihr eine eigene Platine auch. Da die originale Platine, wegen dem Datum und alles, was da ja original drauf ist, gar nicht schön zu skelettieren ist. Deswegen habe ich das weggenommen, weggepackt und eine eigene gemacht. Das ist die, die ist auch graviert da oben. So, jetzt läuft sie schon, jetzt läuft die Uhr. Boah. Wow. Geil. Und jetzt können wir, wenn wir jetzt mal das sind keine verschraubten Pusher, das sind also ganz normale Pusher. Ja? Man muss mal aufziehen. Nochmal aufziehen, ne? Doch, läuft schon. Ja, jetzt läuft's. Krass. Da siehst du den Zeiger da drunter noch. Ne? Minutenzähler. Jetzt läuft der Chrono. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Da läuft er. Da läuft der Zeiger.
Da. Ja, er spiegelt sehr, ne? Aber der Hammer. Okay, jetzt resette ich mal, ne? Genau. Bam. Springt genau auf 12 wieder zurück. Manchmal, ja. Manchmal? manchmal auch nicht, ne? Bei Diva, ne? Die zicken manchmal, ne? Na, Quatsch. Aber ey, Hammer. Krass, auch hinten der Rotor, wie schön gemacht. Auch mit deinem Logo, ne? F und P. Genau. Boah. Wahnsinn. Und dann noch 10 ATM. Ja. Wieso macht das tatsächlich? Warum ist auch nichts, kein verschraubter Drucker, ganz normal, ne? Push-Drucker. Ja, Push-Drucker. Wahnsinn. Vielleicht nicht nötig. Auch hier allein, ne? Ich meine, ist jetzt keine schmale, flache Uhr, aber muss es auch nicht. Aber hier, allein, dass er hier straight nach unten satiniert hat, finde ich zum Beispiel schon mal einen geilen Move. Also mir gefällt das. Ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich finde das sehr, sehr schön gemacht. So muss eine geile Uhr aussehen. Top, sagt Watch Olli. Sehr cool. Watch Olli aus Hamburg. Grüß dich, Watch Olli. Hi. Also hier, ne? Made in Germany und Top-Qualität von einem jungen, aufstrebenden Independent Brand. Wahnsinn. Echt cool gemacht. Skelettiert ist auch immer eine Geschmackssache. Ich mag gerade Zifferblätter, also ich finde ja gerade das schön. Auf jeden Fall, also ich selbst auch. Ja, ich bin eher der Skelettiert. Oh, 1,99, Watch Illuminator. Dankeschön. Danke für Super Chat. Kauf den Wecker, sagt Tim. Ja, ich spreche gleich noch. Hey Leute, Jan aus Stuttgart. Hi, Jan, grüß dich. Hier, Philippe Pikulik. Alles self-made aus Berlin. Boah, das fühlt sich schon geil an. Ja. Guck mal. Geht auch. Gehen tut das auf jeden Fall. Gehen tut das auf jeden Fall, ja. Ich finde auch das Gehäuse schön. Aber ich muss sagen, vom Sternhimmel, also mir tun die, also diese Blätter, die finde ich geil. Das fasziniert mich. Wahnsinn. Und vor allem, dass du die alle selber machst, ne? Ja, man muss ja eigentlich immer machen. Kannst du ein paar Blätter zeigen oder ist das blöd, wenn man die so hält? Oder nicht, dass die runterfallen oder irgendwie rausfallen? Apropos, hier sind die Bänder, hier sieht man nochmal, ne? Bänder alle. Philippe Pikulik steht auch drauf. Ne? Oh. Ah, guck mal jetzt. Das ist richtig professionell. Ich bin Doktor. Wie trägt. Was? Die trägt's nicht im Wasser. Ja, die trägt man nicht im Wasser. Marc H. ist auch da schon wieder. Marc. Marc! Paket ist angekommen, ne? Wollte ich dir nur sagen, ne? Aber weißt du ja selber, Paket ist angekommen. Ist Nick müde oder hat er das ein oder andere Glas gehoben? Beides. Tätowierst du jetzt gleich? Ja, ich tätowiere gleich eine Uhr noch. Und das mit dem echten Dias, ja. Wie wird die Wasserdichtigkeit sichergestellt? Ohne verschraubte Drücker, fragt Mark H. Mit Dichtung. Mit Dichtung? Also die Krone ist ja auch nicht verschraubt. Und die hat ja auch Dichtung. Also, okay. Ja. Also man kriegt das allein durch den Einsatz von den passenden Dichtungen hin. Und wenn alles passt, genau hergestellt ist auch, das, ich denke, das spielt auch eine große Rolle. Dann, wenn das auf Zug ist, dann ist da auch eine natürlich eine Dichtigkeit. Ja, aber allein, dass er eine Dressuhr oder eine klassisch aussehende skelettierte Uhr, allein, dass er nur technisch das hinkriegt, dass die 100 Meter wasserdicht ist, finde ich schon geil. Props an ihm. Ich finde es gut. Ja, andere klar. Marken machen es nicht, weil die dann sagen, nee, ist ja eine klassische Uhr und da geht ja eh keiner mit ins Wasser. Aber allein, dass es technisch möglich ist, finde ich schon mal geil. Also ich habe, also die hier, die, was die Sternhimmel, die ist offiziell 5 Bar dicht, aber ich habe sie aus Spaß mal 10 Bar getestet und hat auch bestanden. Also. Also, eben deswegen frage ich ja, fragt Marc. Okay, 10 ATM ist krass, sagt Luca, finde ich auch. Hi Jungs, Breezy, hi. 3 bis 5 ATM? Also die ist 5 ATM. 5 bis 10 auf jeden Fall. 5 bis 10. Seid ihr morgen nochmal am Livestream, Tim? Eventuell, muss ich gucken, ich bin morgen auf dem Weg nach Hamburg. Da weiß ich nicht, ob ich streame. Eventuell spontan aus dem Auto. Großen Respekt, solche Leute braucht diese Welt. Uhrenwelt, klasse, sagt Ivan. Vielen Dank. Ivan? Ivan Smith oder? Ivan Godoy. Hi. Dann nicht. Bist du verwandt mit Thomas Godoy? Kennt ihr den noch? Der DSS mal gewonnen, ne? Okay. Ein bisschen was her. Ja, ein bisschen was her. What? 10 Bar? Hammer, sagt Watch Illuminator. Vielen Dank. Ja, also er macht es wirklich, ne? Genau.
Kannst du mir so fassen? Okay. Warte. Boah. Schöne Tiefe. Boah, also schwarz. Onyx-Style. Zieht euch das mal rein. Tief schwarz. Das ist jetzt ein Blanco-Dial, das ist auf Kundenwunsch customized sozusagen. Das ist aber auch möglich sozusagen mit Diamanten oder mit dem Logoschild. Hat auch jemand jetzt eine 38er schon vorbestellt mit dem Schild drauf. Boah, geile Uhr. Ja. Geiles Blatt. Zieht euch mal. Er spiegelt so sehr, aber es kommt. Die Farbe heißt Perverso Black. Ja, hast du recht, Perverso Black. Ja. Boah, wunderschön, dieses tiefschwarze. Und das spiegelt so krass. Also Wahnsinn. Top. Schön. Was hast du noch da? Was willst du denn? Das Blaue mal hier, ne? Das finde ich ganz cool. Eigentlich. Das oder das? Das oder warte mal, das? Das ist Indigo Blau. Ja, dann nehme ich das Indigo Blau. Es gibt noch ein knalliges Blau. Tiffany Blau kannst du auch, ne? Tiffany, ja, ist gerade in Produktion. Tiffany ist gerade in Produktion. Da experimentiere ich noch mit der Farbe. Okay, warte mal. Dann kann ich auch was zeigen auf dem Handy. So, Leute, zieht euch das mal rein. Indigo. Mit dem Stern. Ich stehe ja auf schön dekorierte Movements. Dein Frosting. Warte mal. Kann ja mal rein. Dein schauen. Frosting sieht mega aus. Vielen Dank. Denk an die Daumen hoch, Leute. Ja, genau. Verdienst du damit dein Geld, beziehungsweise machst du das mittlerweile hauptberuflich, fragt Thomas. Ich mach das und noch Reparaturen zusätzlich. So, genau. Genau. Also Reparaturen macht er noch, wobei ganz klar der Fokus auf die Selbstständigkeit jetzt ist. Also sprich auf diese Uhren. Also wenn ihr Bock habt, Tiffany make my money, sagt Luca. Also Tiffany, habe ich ihm auch schon gesagt, wenn er mir ein Tiffany... Also das ist Tiffany das Sternhimmel. Wer kommt denn auf die Idee, einen Tiffany Sternhimmel zu machen? Er kommt auf die Idee. Ja? Kisa Design. Hast du eine Handaufzugskaliber, das sowohl eine skelettierte Hauptplatine als auch eine skelettierte Brücke hat? Eines, das du ohne Zifferblatt verbaut hast. Entschuldige, du was? Okay, ich lese nochmal vor. Hast du ein Handaufzugskaliber, das sowohl eine skelettierte Hauptplatine hat, als auch skelettierte Brücken? Eines, das du ohne Zifferblatt verbaut hast? Ich habe eine Uhr ohne Zifferblatt, ja. Ja? Habe ich schon gemacht, ja. Die kann man nicht finden. Die kann man einfach nicht finden. Die kann man gar nicht finden, ja. Ja. Das ist das Problem. Aber ich müsste mal das Bild raussuchen. Wenn da Interesse besteht, dann einfach kontaktieren. Ich habe Bilder davon. Ja? Also er hat Bilder davon. Wenn ihr Interesse habt, kontaktieren. Matthias, du weißt Bescheid. Gibt es Zifferblätter in Vanta Black oder Musau Black? Musau Black? Was ist Musau Black? Ich kenne die Farben nicht, aber das ist eine Sache, die Sternhimmel, auch die Basis, also die günstigste, die 950-Euro Version, da ist das Zifferblatt, die Farbe, individuell wählbar. Also man kann wirklich, egal welche Farbe nennen, man schickt mir einfach ein Beispiel und da mache ich eine Farbpalette. Dann sprühe ich ein paar Farben auf, wo ich denke, dass ich den Ton treffe. Und dann könnt ihr einfach auswählen, was das ist, was ihr haben möchtet. Na ja, kannst du mal reinschauen. Okay, das ist Tiffany, ne? Ja, genau. Hier, Tiffany. Ah, warte mal. Muss man so machen. Ne, mach da. Also. Oh. Warte, mach mal so. Ja, jetzt, da sieht der Tiffany. Also er kriegt den Tiffany-Ton hin. Ja. Daumen hoch, 44 Leute, 31 Daumen hoch. Daumen hoch für Tiffany. Tiffany Dahl kriegt er hin. Genau, die Farben von dem Armband sind auch komplett individuell wählbar. Stimmt, das hat er vorhin auch noch gesagt. Also, Lederbänder in zig verschiedenen Farben individuell wählbar. Hier zum Beispiel auch mal was ganz Außergewöhnliches. Hier. Ja, da ist auch das Blatt dazu. Und auch schön weich. Und hinten mit deinem Logo. Genau. Also auf jedes Detail ist geachtet worden. Also sehr, sehr cool. Aber mit dem Logo, das ist nur bei dem Handmade, also wenn man jetzt das Upgrade macht von den Handmade Straps, Armbändern, dann ist das Logo hinten mit drauf. Wenn nicht, hat man hier das Standardband. Schwarz einfach. Das ist schwarz. Das bekommt man so, dass die handgemachten, wo dann die Farbe individuell wählbar ist, bei dem Armband, beim Zifferblatt ist es kostenlos. Okay.
Aber beim Armband ist es ein Aufpreis, weil die auch wirklich handgemacht sind. Und geil. Individuell. Ja, geil, echt. Also top. Ja. Auch, dass er so seinen Namen hier oben, ne, hier ist das Logo nochmal, ne, und auch Sternhimmel für das Modell, ist alles oben geprägt nochmal auf 12 Uhr. Das ist schön, die Dials sind echt detailreich, finde ich. Also die finde ich echt toll. Hier haben wir eine Größe von, jetzt aktuell? 41 mm. Viele sagen im Netz 42, stimmt nicht. Also es sind 41 mm. Aber es kommt halt noch ein 38,5. Ja. 38,5 kommt auch noch. Und 35 ist auch noch in Planung. Also dann gibt es noch mehr Auswahl für die, die sagen, hey, 41 ist doch zu groß für mich. Keine Sorge, kommt noch was. Geil. Und man kann auch bei dir aussuchen, wie, ich sag jetzt mal, aufwendig das Werk sein soll, ne? Das genau. Kann ich auch noch aussuchen, okay? Auf jeden Fall, da haben wir drei Versionen jetzt aktuell von der 41er. Mhm. Da habt ihr das Standardmodell. Das ist das Standardmodell? Das ist bei jeder Uhr drin. Im Preis mit inbegriffen, meine ich damit. Dann ist hier die nennt sich ZBM1 Version vom Werk her. Mhm. Genau, die ist etwas mehr skelettiert, hat dementsprechend auch viel mehr Ecken und die Phasen sind dann auch natürlich dann mehr Aufwand. Ja, viel sieht mehr. Man auch schon, glänzt auch mehr und viel mehr Aufwand, noch mehr skelettiert. Und das Beste sozusagen, die Creme de la Creme, ist die Dreiviertelplatine. Die Dreiviertelplatine, ja, oh, das sieht man schon. Ja. Krass. Das ist die ich vorhin euch schon gezeigt habe. Das ist auch der Omrokloben handgraviert, ne? Ja, hat man hier gesehen. Ja, genau. Also hier ist noch mehr Handarbeit. Das sieht man auch schon. Das ist quasi die Endstufe dann. Nee, noch nicht die Endstufe. Noch nicht die Endstufe, aber fast. Die Endstufe gibt's noch nicht. Die gibt's noch nicht. Klar, ist natürlich immer auf dem, wie sagt man das? Wenn man sich immer wieder optimiert. Optimierungsprozess, ne? Am Ende ist man nie, sag ich mal, ne? Ja, Startloch. Startlöcher. Ja. Aber wie kostet, also kann man sagen, so was kostet der das Upgrade, wenn ich sage jetzt? Ja, selbstverständlich. Was kostet das auch darauf? Also die Sternhimmel, Basic. Basic. Mit dem normalen Armband kostet 950 Euro. Mhm. Da, wie gesagt, ist die Farbe komplett frei wählbar. Fair. 950, fair, kann man sagen. Fairer Preis, ja. Ja. Dann, wenn man das ZBM1 Uhrwerk nimmt, kostet das 800 mehr. Okay. Das Werk. Das Werk, ja. Und bei der Dreiviertelplatine kostet es 1650 Euro mehr. 1600, okay, gut. Wupp. 10%, aber das schaffen wir noch. 10% haben wir noch. Okay. Krass. Ja. Ja, gut, aber dann zahlst du halt, wenn jetzt einer wirklich sagt, ich habe Bock auf noch ein krasseres Werk und ich will auch hinten sehen, was abgeht. Der kann sich ja das selber aussuchen und sagen, okay, ich bin bereit, einfach mehr zu bezahlen. Fertig. Ja, tatsächlich, die Standardversion nimmt fast niemand. Also. Siehst du? Das was? Ist auch, also das Handwerk ist es ja auch wert und genau. Bei dem Preis, den wir da ansetzen, das ist, kann man sich ja schon krass. Lassen. Ja eben, wollte ich gerade sagen. Krass. Und das alles macht er selber, ne? Das muss man ja, ach so, Dorn oder Faltschließe, wählbar. Falt und Dornschließe, wählbar, ja. Ja, also Falt und Dorn, wählbar. Was macht das so preislich aus? Kann man das so, ja, die Faltschließe kostet 80 Euro. Ja, okay. Auch was. 80 Euro Aufpreis für die Faltschließer, das ist fair. Die gibt es aber auch Diamant besetzt, da kommt ein kompletter Karat drauf. Okay. Kostet 1,5. Ja. Dann, also mit Diamanten besetzt, dann 1,5. Top, sagt Watch Illuminator. Ich finde es auch top, Dimi. Hast du vollkommen recht? Definitiv. Fairer Preis. Krass. Boah, schön, wenn man die Uhren jetzt hier auch so vor sich mal hat. Ne? Weil das eine ist immer, wenn man die Uhren auf Bildern sieht, auf Instagram, aber wenn man live sich die Uhren anschaut, nochmal was ganz totally different, ganz was anderes. Schön. Ja, top. Vielen Dank. Also Leute, geil, Luca sagt geil, krass, top. Die Fluctus ist sehr schön. Ja, das ist aus der ersten Kollektion. Aus der ersten Kollektion, ne? Das sind die skelettierten Modelle. Ja. Gibt's noch, oder? Nein. Nein, also das ist vorbei. Aber, wie gesagt, da kann man sich dann ein individuelles Stück anfertigen lassen. Das geht aber noch. Was in die Richtung geht. Ich kann das nicht 1:1 bauen, weil die waren auf 10 Stück limitiert. Ja, ist ja okay. Ist auch so. Ja. Also, wenn ihr noch so ein ähnliches Modell haben wollt, skelettiert, könnt ihr ihn trotzdem ansprechen. Aber die Fluctus an sich,
vorbei. Chance vorbei, die sind alle verkauft. Was? Mosa Ventura hat ein Zifferblatt, zum Beispiel in Vanta Black. Ja, können wir uns ja mal... Kann man sich ja mal angucken als Idee. Auf jeden Fall. Was wird auf den Sternenhimmel als Sterne verwendet? Oh, interessante Frage. Das ist, also die Zifferblätter stelle ich aus Messing her. Aus Messing? Okay. Ja. Und auf dieses Messing wird das mit Airbrush wird die Grundfarbe gemacht. Ja. Und genauso auch die Sterne. Geil, mit Airbrush. Ja. Und Handy läuft von Nick, weißt du? Das ist eine Schublade, das Airbrush. Hör mal, da wird der Nick einfach angerufen hier mitten im Live. Ne? Was ist denn da los? Ne? Geil, aber mit Airbrush. Also ich denke, nächstes Jahr muss ich wohl einen Sternenhimmel für mein Mädel bestellen. Vielleicht dieses Jahr noch. Dimi, dann sprich mich an. Ich werde das weiterleiten gerne mit guten Empfehlungen. Also, wenn ihr Interesse habt an ihm, schreibt mich an. Ich gebe gerne den Kontakt weiter. 47 Leute, sehr geil. Klaus, namens Luca, gerade erst nach Hause gekommen von der Arbeit. Klaus, bist fleißig. Geil. Leute, erstmal Daumen hoch. Wir sind 47, jetzt haben wir 35 Daumen hoch. Komm. So, bevor jetzt das Handy gleich ausgeht, weil ich habe nur noch 5%, machen wir jetzt noch schnell das Blatt, was... Da bist du noch nicht ganz fertig, ne, oder? Nein, da fehlen noch die Indexe. Ja. Die Indexe. Zum Teil sind sie schon da. Warte mal. Du musst noch an der Drehbank passen. Warte mal. Versuch mal so. Ja. Ja. Andersrum. So. Zieht euch das mal... Ja, das kann man gar nicht jetzt einkriegen hier, einfassen. Das ist so detailreich. Boah! Ich muss dann Bilder machen. Ich mache euch Bilder und ich lade die dann hoch auf Instagram. Wie das Blatt aussieht, das ist ja der Hammer. Das ist für eine 37er, ne? Also die Gehäuse sind auch etwas individuell mäßig möglich. Also ihr könnt auch wirklich frei äußern eure Wünsche, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet. Das ist, wie gesagt, eine 37er. Das Gehäuse gibt es bis jetzt nur zweimal. Okay. Ja. Schön, schön, sehr detailliert. Guck mal hier. Das gefällt mir sehr gut. Boah. Also detailreich kann er, ne? Der Philippe. Krass. Ja, Freunde. Luca, verstehe ich voll und ganz. Gib mal Powerchats für eine Powerbank für Luca. Ja, genau. Ich brauche mehr Powerchats, damit ich mir Strom leisten kann. Superchats. Ne? Also Leute, für den Einsatz, ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe euch gesagt, ich werde nochmal live kommen. Es ist ein bisschen später geworden. Es tut mir leid, aber bei Alter, der Benedikt war selber die ganze Zeit live. Ich wollte nicht hier da den Rahmen springen danach, ne? Oder den Laden. Also deswegen, ne? Man muss sich ja auch als Gast gut benehmen. Deswegen habe ich einfach gesagt, ne, lasse ich jetzt ihm die Bühne. Aber ich bin ja hier. Ich habe euch gesagt, wenn der Philippe sich Zeit nimmt, werde ich live kommen. Und ihr werdet bestimmt sicherlich von diesem jungen, talentierten Mann noch was hören. Ich bedanke mich erstmal. Woher kommen die Inspirationen? Das ist die letzte Frage von Tim. Woher kommt deine Inspiration? Das hatte ich ja schon erwähnt. Genau. Von den Astronomie, ne? Sternenhimmel. Ich versuche mich auf jeden Fall in Richtung Astronomie zu begeben. Mhm. Und es werden noch ein paar Dinge kommen, das wird aber jetzt noch ein bisschen dauern, wo ich mich ein bisschen ins, sag ich mal so, Mystische bewegen will. Mhm. Was jetzt, also das Onyx da jetzt zum Beispiel ist ja dieses Geheimnisvolle, wo man nicht sieht, was es ist. Genau. Da möchte ich noch ein paar Dinger bringen. Okay. Aber da könnt ihr noch ein bisschen warten. Okay, also da kommt noch was. Danke für den super Livestream. Philippe, sehr sympathisch, alles top, 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 top. Vielen Dank. Vielen Dank an euch, Community. Ich hab euch lieb. Ciao, der Nick ist auch da. Also Leute, macht's gut und ich lass morgen von mir hören, denke ich mal. Vielleicht noch gleich im Live, auf Instagram vielleicht noch eine Story. Wir sind ja noch wach. Also, bis dahin, danke dir für deine Gastfreundschaft, sehr lieb. Und kann ich nur bestätigen. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.